der mir einfach den Torf hat. Aber egal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Space Ranger. In diesem Video stelle ich euch einen niceen E-Scooter vor mit einem interessanten Akkusystem. Ich feiere dieses Akkusystem auf jeden Fall übel, aber dieses Akkusystem hat mich gleichzeitig stutzig gemacht. Deswegen habe ich auf der Webseite gelesen, dass sie kostenlose Testfahrten anbieten und ich habe mir eine Testfahrt gesneakt. Das Akkusystem beim L-Moto ist auf jeden Fall sehr umweltfreundlich und dazu auch noch praktisch. Das ist das, was mich bei diesem E-Scooter heiß auf ihn macht. So, kurz ab, war mal ein paar technische Fakten. Den E-Scooter, der hat natürlich eine Straßenzulassung. Er hat vieles fahren, da komme ich später auch nochmal dazu, weil er hat nämlich einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel macht man den Scooter an und aus und kann eine Wegfahrsperre sogar aktivieren. Insgesamt mit 2 Batterien wiegt er dann knapp 19 Kilo. Damit ist er einer der etwas schwereren Scooter auf dem Markt. Spiegelt sich allerdings dann in der Qualität auch wieder. Die Motorleistung ist bei 450 Watt maximal. Normalbetrieb wäre bei 350 Watt und das wäre ein Radnabenmotor. Die Maximalgeschwindigkeit dieses E-Scooters ist natürlich 20 Kilometer pro Stunde, also der ganz normale Standard. Jetzt wissen wir, was das Ganze zum Rollen bringt und zum Bremsen. Dafür sorgen 2 Hybrid-Scheibenbremsen, die vorne und am Hinterreifen angebracht sind. Natürlich Front- und Rücklichter, natürlich LED und ein Display ist auch noch dabei und das zeigt die Geschwindigkeit, den Batteriestatus und die insgesamt gefahrenen Kilometer an. Ich komme jetzt aber direkt zu den Besonderheiten und ich fange mit dem Interessantesten an, und zwar den Akkus. Für diesen E-Scooter wurde nicht speziell ein bestimmter Akkutyp oder ein genauer Akku produziert, denn sie nehmen ein schon bestehendes Akkusystem und haben es nur in ihren E-Scooter integriert. Das hat zum einen den Vorteil, dass man für diesen E-Scooter nicht unbedingt schon einen Akku braucht, daher wird er auch akkulos verkauft, und zum anderen ist es auch noch praktisch, denn man kann sich Werkzeuge damit kaufen, die dann auch mit diesen Akkus funktionieren. Denn hier sind die Einhell PowerX Akkus verbaut und die kann man auch für Elektrobohrmaschinen oder andere elektrische Geräte verwenden. Und in dem Fall, wenn man schon solche Elektrowerkzeuge hat, die dieses Akkusystem nutzen, dann kann man sich den E-Scooter kaufen und muss gar keinen Akku dazu kaufen, weil den Akku hat man eh schon zu Hause rumliegen. Und da der Akku so vielfältig einsetzbar ist, ist das zum einen umweltschonend und zum anderen praktisch für den Verbraucher. Aktuell fahre ich ja mit meinem Xiaomi Pro 2 in die Arbeit. Aber jeden Abend schleppe ich dieses Teil nach oben und stecke ihn an die Steckdose. Versteht mich nicht falsch, dieser Scooter ist mega geil. Er hat nur jetzt nicht hochqualitative Schrauben, die gehen nämlich mit der Zeit kaputt. Sprich, ich kann sie jetzt nicht mehr rausdrehen, weil mein Werkzeug keine Haftung mehr an den Schrauben findet. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt schweife ich gerade vom Thema ab. Wie geil wäre es denn, wenn ich den unten im Keller stehen lasse und einfach nur die Akkus nehme? Oder vor der Tür abschließe und die Akkus mit hochnehme und die lade. Das ist mega nice. Jetzt kommen wir aber zu dem Haar in der Suppe. Und zwar die Reichweite. Mein Xiaomi fährt 40 Kilometer knapp. Je nachdem, wie man fährt, ob es bergab oder bergauf geht, schaffe ich vielleicht sogar mehr als 40. Mit dem sind jetzt vom Hersteller angegeben 20. Man schafft immer so 5 Kilometer weniger. Also 15 Kilometer wären da schon eher realistisch. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Punkt. Ist der Akku von meinem Xiaomi leer, muss er an die Steckdose. Ist der L-Moto leer, tausche ich die Akkus. Dann habe ich im Rucksack noch Ersatzakkus. 2 im E-Scooter, 2 Ersatz. Wirklich schwer sind diese Akkus jetzt auch nicht. Also die kann man locker im Rucksack mitschleppen. Und sollte man sie nicht schleppen wollen oder gar keinen Rucksack erst mitnehmen wollen. Ich habe so eine Scooter-Tasche für meinen Xiaomi gerade, ist aber universell einsetzbar. Machst du an den Lenker fest, machst du an der Stange fest, ziehst du zu, hält. Da passt locker ein Burger rein, dann Pommes, Nuggets, was ich da nicht schon alles drinnen hatte. Und auch noch eine Wasserflasche würde reinpassen. Da passen locker 2 Akkus rein. Die Akkus sind winzig. Passen da locker rein, kostet 20 Euro auf Amazon. Und da muss man auch nicht unbedingt einen Rucksack mitschleppen. Lustigerweise, da wo die Akkus drin sind, da sperrt man mit einem Schlüssel auf. Ist praktisch wie ein Kofferraum, nur für 2 Akkus. Ein bisschen Stauraum hätte man auch. Mich würde es eigentlich interessieren, ob ich da zu Burger King fahren kann und einen Burger und Nuggets reintun kann. Ob ich dann damit nach Hause fahren könnte und das Zeug genießen könnte oder ob das dann da drin verteilt liegt. Ich hoffe mal nicht. Aber so einen Spaß würde ich mir gern mal erlauben. So, jetzt sind wir schon bei der zweiten Besonderheit und zwar der Schlüssel. Jeden E-Scooter, den ich auf dem Markt kenne, hier in Deutschland, den es so bei Mediamarkt, Saturn oder in Fahrradgeschäften zu kaufen gibt oder was weiß ich nicht wo, haben den Anknopf am E-Scooter selbst. Der
hatte für einen Transponder. Hat den Vorteil, dass wenn ich mal den irgendwo stehen lasse, kurz mal in die Bäckerei gehe, um mir da eine Brezel zu kaufen oder sonst irgendwas, wo ich nur kurz in einem Laden drin bin oder ihn kurz nicht in Sichtweite habe, da könnte theoretisch jeder hingehen, andrücken und damit losfahren. So. Auch wenn diese Personen den nicht die Absicht haben, den zu klauen, sondern einfach nur ein paar Meter damit fahren wollen, der Besitzer, in dem Fall ich, würde das vielleicht nicht unbedingt wollen. Und deswegen finde ich das nice, dass man den Motor über den Transponder an- und ausschalten kann. Und zudem kann man auch noch eine Wegfahrsperre aktivieren, sprich, dass die Bremsen so ein bisschen reindrücken, nur ganz leicht. Und der macht dann so, wie von so Spielzeugwaffen, so piu, 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 wiu, 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 so lustige, nervige Geräusche, die dann erstmal verhindern sollten, dass die den E-Scooter weiter bewegen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das eine coole Sache. Kommen wir jetzt allerdings mal zum Fahren. Und das Erste, was beim Fahren auffällt, er hat ein ziemlich großes Lenkrad und das ist sehr angenehm zu fahren und sehr angenehm zu steuern. Was ich aber bei diesem Lenkrad jetzt kritisiere, und es tut wirklich weh, das zu kritisieren, aber ich weiß, wie es ist, wenn man damit dann in der U-Bahn ist oder im Zug ist oder im Bus ist. Ich glaube, der Lenker ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln tick zu breit. Ich habe das Problem schon ein bisschen beim Xiaomi und ich glaube, hier wird man das Problem auch haben. Theoretisch bräuchte man einen Scooter und es gibt ein paar auf dem Markt, wo man die Lenker noch einklappen kann. Das wäre nämlich perfekt so. Es wäre zwar wieder etwas, was wackelt und wieder etwas, was kaputt gehen könnte, aber ich glaube, das ist bei einem Lenker von der Breite. Es ist super angenehm zu fahren. Es fühlt sich mega nice an, aber ich glaube, es ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn man den trägt, etwas unkomfortabel. Aber das habe ich, wie gesagt, nicht getestet. Bei meiner Testfahrt bin ich natürlich gefahren und das mit dem E-Scooter und nicht mit der U-Bahn. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist nach den ersten paar Metern ist, wenn ich vom Gas runtergehe, bleibt er aus seiner Geschwindigkeit relativ lange, weil er hat keine Energierückgewinnung bzw. kein KERS. Aber das kann man jetzt nehmen, wie man will, aber ich glaube, bei so einem Scooter macht jetzt so ein Energierückgewinnungssystem nicht wirklich unbedingt viel Sinn. Beim Xiaomi kann man das KERS in verschiedene Stufen einstellen, aber ich merke bei diesen Stufen von Reichweite nicht wirklich einen großen Unterschied. Wenn ich ihn dann mal abstelle und nach einer längeren Fahrt so stehen lasse, hat er circa nach einer halben Stunde wieder so 10% mehr. Bringt einen dann, weiß ich nicht, einen Kilometer vielleicht maximal noch weiter. Jetzt mal rein vom Fahrgefühl her, finde ich, dass er sich so lange rollen lässt, ziemlich cool. Beziehungsweise es fühlt sich eher wie Gleiten an. Apropos Gleiten, wir haben hier keine Federung, allerdings haben wir 10 Zoll Luftreifen und das ist schon ordentlich und mit diesen Reifen fühlt sich das Ganze auch echt angenehm an. Die meisten Scooter haben ja 8 Zoll Reifen und es gibt sogar Scooter oder einige Scooter haben sogar unter 8 Zoll. Ich hatte eine Sorge der Leistung aufgrund des Batteriesystems und wie es denn mit Steigungen aussieht. Ich habe auf jeden Fall ein paar Steigungen getestet. Eine ist ein bisschen übertrieben und die andere ist eine ganz normale Steigung gewesen. Hat damit 16, 17 km/h locker gepackt. Ich bin auch noch eine etwas stärkere Steigung hochgefahren. Da hat allerdings dann die Kamera aufgehört, scharf aufzunehmen. Und da war ich aber dann nur noch bei 10 km/h. Aber bei denen, wo die Kamera scharf aufgenommen hat, könnt ihr jetzt gerade hier im Hintergrund sehen. Hier fahren wir eine leichte Steigung hoch, so mit 16, 17 km/h. Umso stärker die Steigung, umso langsamer natürlich. Und hier versuche ich nochmal eine extreme Steigung, aber das war mir von vorne hin klar, dass der da nicht hochkommt. Deswegen, um da weiterzukommen, bin ich dann abgestiegen und habe den hochgeschoben. Der Scooter hier hat ja natürlich auch Heckantrieb, deswegen hatte ich so ein bisschen die Sorge, wenn ich den Berg hochfahre und der nicht mehr hinterherkommt mit Anschieben, dass er dann Wheelie macht und mich runterwirft. Dem war allerdings nicht so. Er wurde dann einfach nur langsamer, sprich hat nachgegeben und hat sich dann automatisch von alleine abgeschaltet. Zum Abschluss kann ich sagen, mir persönlich ist das Scooter etwas zu teuer, aber man kauft hier zum einen deutsche Qualität. Man hat hier in Deutschland überall den Service. Bei diesen ganzen Shops, die machen den Service. Ich habe den Service jetzt selber nicht getestet, aber da man hier schon mal einen Ansprechpartner hat, finde ich das ziemlich gut. Bei Xiaomi, ich habe selber schon Ersatzteile da bestellt. Die kamen aus Österreich. Also habe ich, glaube ich, wahrscheinlich in Deutschland auch gar keine Chance, irgendwie eine Anlaufstelle zu haben. Und müsste zu Reparaturen wirklich das Ganze dann immer hin und her schicken. Keine Ahnung, wo ich den E-Scooter dann hinschicke. Bis jetzt habe ich alle Reparaturen selber gemacht. Aber man hätte hier einen Ansprechpartner in Deutschland, auch an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Großstädten.
Das ist schon mal ein Pluspunkt. Und man hat natürlich den Umweltfaktor. Wenn man sich jetzt hier 800 Euro für das Teil anschaut mit Akkus, 649 Euro ohne Akkus, wenn man jetzt beispielsweise hier diese Einhell X-Charge oder X-Change schon hat, dann ist das, kann man sich hier ein bisschen Geld sparen. Allerdings, wenn man das Ganze mit den Akkus und mit der Ladeschale kauft, finde ich das persönlich ein bisschen teuer. Wer aber das Geld auf jeden Fall zur Seite hat und sich einen E-Scooter kaufen will, weil er die Umwelt schonen will und jetzt nicht mit dem Auto unbedingt kurze Strecken fahren will, dann ist dieser E-Scooter auf jeden Fall der richtige, weil die schlagen hiermit auf jeden Fall den richtigen Weg ein. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Das Beispiel ist ein bisschen krass. Aber nehmen wir mal an, ein Nineboard-E-Scooter geht so kaputt, dass man ihn nicht mehr reparieren kann. Da drin ist eine Batterie und die ist nicht gerade umweltfreundlich zu entsorgen. Tja, E-Scooter kaputt. Gut, man könnte die Batterie ausbauen und verkaufen, aber vielleicht sollte dies nicht möglich sein oder sonst irgendwas. Die meisten werden diesen E-Scooter wahrscheinlich einfach wegschmeißen. Hier sollte der Elmoto kaputt gehen. Ich hoffe nicht. Aber sollte es mal passieren, das ist jetzt eine reine Theorie, und er lässt sich auch nicht mehr reparieren und ein neuer E-Scooter wäre günstiger, dann holt man sich einfach einen neuen E-Scooter oder man lässt es bleiben, einen E-Scooter, weil man die Schnauze voll hat. Aber man hat diese Akkus und kann diese Akkus immer noch weiterverwenden und das nicht nur für E-Scooter, sondern für alle möglichen elektrischen Werkzeuge. Das ist auf jeden Fall hier im Umweltfaktor, hat einen ganz, ganz großen Pluspunkt. Und von der Qualität, Verarbeitung, Service natürlich hier in Deutschland, das kauft man halt hier in diesem Preis auch mit. An dieser Stelle würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Und an dieser Stelle gebt den Like-Button ein High Five. Das war's von mir. Ciao. Haut rein.